Yo! Ich habe immer gesagt, die AS24 ist underrated as fuck. Hier in der Bedeck, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Danke, dass du wieder am Start bist oder danke, dass du neu am Start bist. Abonniert mich gerne, like dieses Video, falls dir der Stuff hier gefällt, den ich hier produziere. Ich wünsche euch mit diesem Video erstmal einen guten Rutsch. Ich hoffe, das Jahr 2021 hat Spaß gemacht. Ich konnte euch zum Lachen bringen. Ich hoffe einfach, eurer Familie geht's gut und. Ich hoffe, das Jahr 2021 war gut für euch. Wenn nicht, dann wird das Jahr 2022 natürlich besser. Viel Spaß mit der AS44. Ist eine sehr, sehr starke Nahkampfwaffe. Für Midrange würde ich die nicht machen, weil die, so wie ich sie spiele, nicht dafür ausgelegt ist. Viel Spaß mit diesem Video, Freunde. Und einen guten Rutsch nochmal. Oh mein, at what? Das. Nein! Wie ist das möglich, Digga? Aber ich hab so gezogen! Aber richtig, Digga! Junge, Mann, was mach ich mit denen gerade? Uff. Hier ist wieder kein Shop, ey. Ich um die Shops, ne? Na komm, scheiß auf, Digga. Einfach hin da. Du hast den so outplayed, Digga, den einen. Markiere Ziel für Luftschlag. Der Phoenix aqui. Junge, oh, Junge, ihr Pisser, Digga. Er geht einfach raus. Er geht raus. Stark, Männer, stark. Gute ja, Runde, stark. Jawohl. Gut gespielt. Jawohl, gut gespielt. GG. Wie nett die Leute sind. Ganz ungewohnt. Bitte, ich bin nett. Ich bin der Netteste. Ich bin der Netteste und ihr seid auch cool. Danke. So, meine Freunde, ich zeige euch mal, wie ich diesen Hobel hier eigentlich spiele. Ich habe die Waffe noch nicht max, deswegen eventuell an ein, zwei Punkten könnte sie besser sein. Aber trotzdem finde ich, so ist die Waffe auf Close Range sehr, sehr stark. Das ist so eine Sniper-Support-Klasse, würde ich behaupten. Ist eine kleine Sniper-Support-Klasse. Mit der Sniper schön auf Long Range. Auf Mid Range würde ich die Waffe ab und zu benutzen, aber nicht immer. Also ich zock Mündung, Rückschussbooster,
für die Schussrate halt, wie gesagt, Close Range ausgelegt. Lauf zocke ich den M-Press 400mm, weil ich dann schön aus der Hüfte sprayen kann. Schön, also die Waffe aus der Hüfte plättet wirklich sehr, sehr hart. Visier Schieferreflektor. Schaft zocke ich den entfernten Schaft, wie gesagt, schön aus der Hüfte, alles wegrotzen. Ist für Nahkampf ausgelegt. Extra Ganghu. Also wenn ihr sprintet, könnt ihr feuern. Das heißt, im Sprint voll geladen. Griff zocke ich den Gummigriff, damit ihr auch mal ein bisschen Rückschusskontrolle habt. Ihr könnt aber auch hier den Holztiergriff zocken, damit ihr noch mehr Präzision aus der Hüfte habt. Ich empfehle aber den Gummigriff. Magazin zocke ich 60 Schuss Magazin. Munition Zerfall. Und Unterlauf zocke ich den Schnitzer Vordergriff. Auch Präzision aus der Hüfte und Rückschusskontrolle. Ihr merkt, dieses Klassensetup geht eigentlich nur auf Rückschusskontrolle und Präzision aus der Hüfte. Aus dem Grund, wenn ihr die Leute aus der Hüfte wegsprayt, ist die Waffe im Nahkampf sehr, sehr stark. Rückschusskontrolle braucht ihr, weil würdet ihr die Rückschusskontrolle nicht haben auf dieser Waffe, ihr kennt die MG42, die ihr aufhebt, dann wäre das so ein Fall. Das ist die Close-Range-Variante der AS44. Ich zeige euch dann aber noch eine Long-Range-Variante mit 0 Rückstoß. Die werdet ihr auch im Jahr 2022 dann sehen. Erstmal dachte ich mir aber die Close-Range-Variante, weil das ist was Besonderes. Die seht ihr nicht oft auf YouTube. Kann ich aber wirklich empfehlen. Das ist eine Waffe, die man schön aus der Hüfte rausknallen kann. Die AS44 ist eigentlich ein Sturmgewehr. Aber mit dieser Variante hier spielte sie sich wie eine MP des Grauens. Midrange nicht mehr so gut, Longrange sowieso nicht, aber Close Range knallt sie alles weg. So, guten Rutsch nochmal.